So, wählen wir dann hier links, geht's weiter. Ein Moment. Okay, scheint auch richtig zu sein. Bist du zufällig? Weißt du, wer ich bin? Von den Turks, oder? Nun, wenn du Bescheid weißt, wird es hier nicht lange dauern. Es ist schwer zu erklären, was die Turks tun. Kidnapping, oder? Negativ ausgedrückt, kannst du das so sagen. Aber ganz so einfach ist das jetzt nicht mehr. Aha. Bitte? Was? Ist das? Helena. It's okay, Root. Ich weiß, du magst keine Reden. Also brich dir keinen ab. Helena. Dann erklär du es. Ich bin das neueste Mitglied der Turks. Helena. Dem, was du Renor angetan hast, haben wir zu verdanken, dass wir zu wenig sind. Obwohl, deswegen bin ich zu den Turks befördert worden. Okay, auf alle Fälle müssen wir herausfinden, wohin Sephiroth unterwegs ist. Er versucht euch ständig aufzuhalten. Halt mal, es ist genau umgekehrt. Ihr seid diejenigen, die ständig uns im Weg sind. Tseng, Helena, du redest zu viel. Tseng, es gibt keinen Grund, denen etwas von unserem Orden und unserer Order zu erzählen. Entschuldige, Tseng. Ich dachte, ich hätte das anders befohlen. Geh jetzt, vergiss nicht, deinen Bericht zu schreiben. Oh ja. Azran, Root und ich werden Sephiroth erfolgen. Der befindet sich auf dem Weg zum Hafen von Junon. Junon. Okay. Ja, du scheinst nicht zu verstehen. Oh. Ich entschuldige. Geh und Sephiroth. Und lass Sephiroth nicht entkommen. Jawohl. Okay. Ah, Renor sagte, er wolle dich sehen, nachdem die Wunden, die du ihm zugefügt hast, geheilt sind. Er wollte euch alle seine Zuneigung beweisen mit einer neuen Waffe. Okay. Na dann, Aere, so lange nicht gesehen. Sieht aus, als wärst du den Shinra für eine Weile entwischt, jetzt wo Sephiroth wieder aufgetaucht ist. Also, was redest du da? Soll ich Sephiroth etwa dankbar sein? Nein. Wir werden uns nicht aufzählen. Pass auf dich auf. Klingt komisch, wenn das von dir kommt. Also dann, bleib Shinra aus den Augen. Hä? Okay, kann ich da auch klettern wieder an? Tatsache. Wo geht's hier hin? Wir sind durch den Berg durch. Ist aber noch nicht alles erledigt. Was ist zu der anderen Seite? Das möchte ich vorher noch wissen. Erstmal gibt's Kämpfe, wenn man hier reingeht. Wuhu! Und dann werde ich, oder soll ich das nächste Mal aufnehmen, oder dann vergesse ich das. Das Blitz über den anrichtet. Na, ganz guten Schaden. Wunderbar. Eine Runde erledigt. Yeah. So, ich möchte eigentlich noch. Oh, schon wieder 5000 Gil. Ja, hau ich direkt wieder auf den Kopf, sobald wir in die nächste Stadt kommen. Ich möchte eigentlich noch. Okay, da geht's raus. Was ist da? So, Truhe. Elixier. Komm. Na. Nee. Ich will Feuer gehen.
Das wieder Zauber. Hier ging das wieder um. Machen wir dann macht Schlag gegen das wieder um. Macht Schlag. Boom. Na komm. Zauber, Blitz auf alle. Ups, Feuer heilt das Vieh. Bio, macht's mal bitte wieder weg. Gut, und er ist auch vergiftet, dann machen wir mal eine Heilung auf alle. Flammenwerfer. Der Ober ist schon mal weg. Kalter Atem. Okay, seltsam. Oh, ich wollte gerade schon fragen, hatte ich nicht eben eine Heilung eingestellt? Klaut hat sein Wechsellimit, aber ich glaube nicht mehr in diesem Kampf. Ja, nicht mehr in diesem Kampf. Im nächsten vielleicht. So. Jetzt hat er Ebenen ab. Neugierig, was macht meine Substanz noch 34? Das würde ich gerne heute auch noch schaffen. Da ist noch ein Trank. Und da ein leuchtender, eine Marke oder eine. Ist das eine Makroquelle? Also ein Makrobrunnen. So, jetzt gehen wir aber noch in die andere Richtung, weil das ist ja jetzt der richtige Weg. Hier sind aber noch ganz viele andere Wege. Zum Beispiel diese Sachse. Na komm, so groß kann die Höhle jetzt nicht sein. Wenn der Ausgang schon da war, das ist wirklich nur so ein kleiner Durchgang. Wow, das sind viele. Mutter rufe ich auch nur fertig ein. Zauber Feuer auf den da hinten. Zauber Blitz auf alle. Mutangriff. Wunderbar, damit ist einer weg. Sumpfschloss. Yay. Was ist mit Barret los? Blitz. Das Vieh ist nicht platt, das ist nicht gut. Achso. Das Vieh ist nicht platt. Zooms. Was müsste ich mit normalen Dingen? Wie kriege ich dieses scheiß Feindeskönnen? Ist das Zufall, wie man das kriegt, oder muss ich da irgendwas Spezielles einsetzen? Was ist mit ihm? Oder ist er blind? Nee. Das war diese Wolke vor den Augen. Ich muss gleich mal im Menü gucken. Oh, das ist weg. Gut. Ah, alle hat einen Ebenen ab. Und zwei Heiltränke. Wunderbar. Er hat jetzt nichts mehr. So, was kann die Substanz denn jetzt? Alle Ebenen 2. Okay. Ich das jetzt öfters machen oder was? So. Ah, da wäre noch eine Truhe gewesen. Ah. Geist. Das ist ein Geist. Ist das eine Substanz? Nein. Objekte. Geist. Erhöht Moral. Stell den Pillen diese her. Okay. Gut, damit hätte ich die Höhle abgehakt und eigentlich alles geschafft, was ich schaffen wollte. Und jetzt
Aber dann möchte ich eigentlich noch, dass wir aus der Höhle wieder rauskommen. Okay, wieder dieser längere Kampf. Blitz auf alle. Zauber. Greifen wir ihn einfach an. Zauberfeuer auf den hinteren da. Bams. Kalter Art, was ist das? Sind die langsamer oder was? Ich weiß nicht, was das ist. Na komm. Lass das. Ah, ich kann das mehrmals hintereinander machen. Perfekt. Ich kann jetzt Blitz ganz oft auf alle machen. Greift den anderen so an. Blockt. Kalter Atem. Komm, heil uns nochmal. Blitz. Multikill. Geil. Klaut halt mal Ebenen ab. Das ist cool. Also die Substanz alles wirklich genial. Muss ich mir noch ein paar beschaffen und hochleveln. Okay, aber ich würde mal sagen, ich speichere hier. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bei Let's Play Final Fantasy 7. Mir gefällt das Spiel immer besser. Also, es ist geil. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!